Hallo Leute, was geht ab? Mein Name ist Salvi und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir mal keinen speziellen Spielmodus, denn heute wollte ich euch mal meine Minecraft-Settings präsentieren oder vorstellen. Denn viele von euch haben mich eben gefragt und da ich sowieso noch etwas angeschlagen bin, wollte ich heute mal ein entspanntes Video machen, wo ich eben die Zeit nutze, um euch so etwas eben zu zeigen. Denn die Nachfrage war halt wirklich sehr, sehr groß und da ich halt früher auch nicht so einen tollen PC hatte und sowas, habe ich natürlich irgendwie die besten Einstellungen rausholen können, damit ich das flüssigste Bild natürlich rausholen kann. Und daher habe ich eigentlich recht gute Einstellungen und die wollte ich euch einfach mal zeigen für die Leute, die einfach vielleicht nicht so den besten PC oder so haben, der nicht so viel Power hat oder halt irgendwie nur ein Laptop oder sowas. Ja Leute, und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal durch und zwar hier mit der ersten Seite, gehen wir auf Optionen und dann das FOV ist eigentlich relativ egal, was für ein FOV ihr habt. Das ist jedermanns Sache, mit welchem FOV ihr spielt und ich würde sagen, wir gehen natürlich schon mal zu den wichtigsten Settings und zwar sind es die Video-Settings. Ihr könnt ja immer das Video anhalten, um meine Settings zu übernehmen, wenn ihr das wollt. Ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich sehr gute Settings habe, obwohl ich einen guten PC habe. Will ich natürlich trotzdem die besten FPS rausholen und es ist trotzdem noch ein schönes Minecraft, wo man hat trotzdem alle Partikel noch am Start und hat trotzdem die meisten FPS, also ihr könnt natürlich selbst noch ein bisschen mit meinen Settings irgendwie noch was abändern, aber trotzdem sind das meiner Meinung nach einer der besten für die Leute, die eben nicht so einen guten PC haben. Also stoppt einfach immer das Video so bei den Settings, falls ihr die übernehmen wollt, ungenommen. Also das sind halt eben die Video-Settings insgesamt. Ich würde sagen, wir gehen noch in die Details. Die sehen bei mir hier so aus. Dann hier noch die Animations. Die habe ich eigentlich, die Partikel habe ich glaube ich alle an. Ja, genau. Dann bei Quality habe ich, ja, ist relativ gemischt, so was ich an und aus habe. Dann hier bei Performance. Das ist ganz wichtig, dass ihr Smooth FPS anhabt, weil dann schaut das Bild, also dann, ich glaube, das zieht euch 1, 2, 3 FPS, aber trotzdem ist euer Bild dann noch flüssiger. Das ist ganz wichtig. Und dann bei Other sieht es bei mir eben noch so aus. Wenn ihr hier nochmal auf die Video-Settings geht, Leute, dann könnt ihr natürlich hier die Graphics nochmal auf Fast machen und die Renderdistanz ganz runter, dann holt ihr natürlich umso mehr FPS nochmal raus. Aber es ist natürlich nicht mehr so ein schönes Minecraft, deswegen habe ich es auf Fancy und auf 8. Normal ist nämlich das niedrigste. Von der Renderdistanz her, aber man hat trotzdem eben noch diesen schönen Custom Sky eben drin. Hier mit den Custom Wolken, die eben bei jedem Pack eben anders sind. Und man hat halt eben durch die Graphics Fancy hat man eben noch die Möglichkeit, durch diese, ja, Leaves von den Bäumen zu sehen. Und es ist eben eigentlich auch noch eine schöne Funktion. Das war es dann auf jeden Fall mit diesem Video, Leute. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und es war natürlich diesmal ein etwas kürzeres Video. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, Leute. Und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns dann wieder in 2 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.